Willkommen zurück zu einer neuen Folge Baldur's Gate 3. Ignoriert mal hier die ungeladene Grafik. Ist ein bisschen irrelevant für das, was ich gerade tue. Ich habe einen Plan, der uns vielleicht um diesen schweren Kampf herumbringt. Wo wir ein bisschen außen rumlaufen können. Ja, das Spiel braucht hier noch ein bisschen. Es backt gehörig. Na komm. Es hat so ein bisschen. Das Spiel muss erstmal kapieren, was wir hier tun. Der Computer rechnet. Da taucht ein Katapult von mir auf. So, wir versuchen uns mal hier ein bisschen dran. Laufen erstmal durch Flammen. So. Hier in den Wurzeln. Hinauf. Hier müssten wir doch irgendwo. Müssten wir doch lang kommen. Jetzt stehen wir hier alle aufeinander. Okay, Gale ist schon da, vielleicht können wir mit ihm. Will das Spiel nicht, dass wir das hier machen? So, wurscht, die machen es trotzdem. Nein, nicht runter, Leute. Okay, ich bringe die anderen, die erstmal hier hoch. Wenn die schon oben sind, dann schaue ich mal, wie die anderen nachkommen. Solange die sich nicht in den Kampf werfen. Zu weit entfernt. That's not good. Na komm, geh. Ich muss doch. Keine Acht, du vielleicht. Geht auch noch. So wartet ihr mal hier. So, was mit meinem Charakter los ist. Sie klettert gerade runter. Vielleicht schafft sie es nach. Verlierer. Sehr schön. Und dann machen wir mal Hops. Ich glaube, Gale muss da mal kurz weggehen. Und die Leiter hoch. Nicht erreichbar. Aha. Okay, da sind wir hier oben. Repositioning. Ready and willing. So. Ich hoffe, sie schafft's auch. Erstmal wir schaffen es. Sie zu weit entfernt.
Eben ging's noch. Na, mal schauen, ob wir die Hälfte des Teams zurücklassen müssen. Bloß nicht runterhüpfen. Yes. Ja, Hira, schaffst du vielleicht? Assume nothing. Still breathing, despite everything. Okay, mein nächster Nutzer-Charakter hat dann noch Schwierigkeiten damit. Na komm. What to do? Na komm, wir schaffen es jetzt auch noch. Als ob ich nicht so weit schaffe. Dann kletter du mal hier hoch. Gaul and I answer. Never a dull moment. Na komm. Das haben die anderen auch geschafft. Geno. Was? Ach, Menno. What's the bug? Wanna dance? Mein nichtsnutziger Charakter. Schafft ihr es? Man könnte meinen, für einen Halbelfen sollte ich schon mal ein bisschen. In den Satz springen können. Nein, 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 oh Gott. Manchmal hasse ich dieses verpackte Spiel. Sie ist so weit entfernt. Die anderen können es doch auch. Warum denn? Woran hat es gelegen? Guck mal hier. Schau zu. Mach nach. Can't give up now. Ich will meinen Charakter, wenn ich den jetzt zurücklasse, dann kommt später im Bosskampf halt nicht dabei. Und das sehe ich kritisch. Ich meine, ist der einzige Heiler hier irgendwie drin, aber ey, es ist doch. Darüber klettern können wir auch nicht. Einen anderen Weg finden. Es ist schon der Weg. Hüpfen kann sie. Okay, das haben wir geklärt. Warum geht's denn das bei ihr nicht und bei Karlach, Gail und die anderen haben es schon geschafft, aber ich hätte gerne meine Karte dabei, das wäre schon irgendwie sehr schön nice. Aber was soll's. Ja, Schloss knacken, das kann nicht ich. Das ist halt ein schlaues Spiel. Schloss knacken hindert mein Charakter.
Zitze. Yes. Das Spiel weiß, was es macht. Of course. Dann haben wir dann 30er Wurf. Diebeswerkzeug, was wir rüber schicken können. Ein schärfer Werkzeug. Das lade ich nochmal neu und versuch's nochmal. Vielleicht liegt es daran. Eine 30 müssen wir schaffen. Na, gute Nacht. Schaffen wir nicht mal mit meinem Charakter. Okay, wir müssen doch den Kampf bestehen. Eine 30? Schaffe ich nicht mal mit Astarion. Plus 5, plus 1, plus 1, da schaffen wir eine 27 im besten Fall. Wenn man 20, eine kritische 20 würfeln. Das vergiss mal. Können wir ins Lager, können wir gerade nicht, das ist beunruhigend. Jo. Ich hatte kurz Hoffnung. Und da sind zwei Türen, die dort, die wir echt nicht aufkriegen. Ich versuche mal ins Lager und dann das Teil zu holen, aber uff. Freaking 30. Da können die irgendwie aufbrechen, die Tür. Wir hätten sie früher mal von innen aufmachen können. Das wäre ein Ding gewesen. Wenn wir jetzt nur noch die Freiheit dazu hatten, um dort rumzulaufen, hätten wir Schiffe von innen aufmachen können. Das ist wahrscheinlich der einzige Weg, da jetzt durchzukommen. Die wir uns verbaut haben und ich kann da jetzt nicht zurückgehen und da jetzt wie viele Spielstunden das her ist. Da müssen wir doch durch den Kampf durch und da, wie meine Leute, da sehe ich das Let's Play beendet an der Stelle. Ja, dieser Kampf. Hier stehe ich noch außerhalb. Da wollen wir mal Astarion wieder mit ins Team. Da hatte ich lange nicht mehr mit dabei. Da müssen wir wieder leveln, nix. Vielleicht können wir den zum Schluss knapp noch leveln. Ich meine, der war eh schon ein Dieb. Schurkencharakter. Eine gelbe Oma im Kampf. Das ist schon. Uff. Ich würde mal für den Moment gelb. Verzeihen. Mich selbst kann ich nicht aus der Gruppe schmeißen, oder?
Shah's domain is a far cry from Mistress. The Weave's light is truly extinguished by such darkness. I do enjoy our conversations. What do you need? I question the wisdom of that decision, but I'll be here in the meantime. Oh, wie das Spiel hat verdacht das. Zum Finale. So, wo ist denn der gute Asti? Ist ein leeres Lager, wahrscheinlich Schatten. Jetzt. Ach, der steht direkt daneben. Just when you think your day can't get any stranger, you end up traipsing around an impossible-looking shadow dimension. Honestly, just once, could we end up somewhere normal? A tavern, maybe? Or a nice friendly brothel? Ja, wir noch mal wieder lieber. I'd take anything at this rate. Need something? Ja, dich. Darling, I thought you'd never ask. Lead on. Ich hoffe, wir kriegen mit dem 30er Wurf beim Schloss hin. Stufe 4 war okay, wir haben den. Ich hatte gedacht, wir müssen jetzt schon Level 2 aufwerten. Ich hatte schon Befürchtungen. Na komm, mit das da irgendwann was wohl hoffentlich hinkriegen. Ob wir noch 50 mal würfeln müssen. Um dieses 30er Schloss zu knacken. Toll, wie unverbracht das Spiel ist. Okay, Zauber versetzen. Hier haben wir irgendwelche Türöffnungszauber. Stufe 1. Federfall, das würde Sinn machen. Können wir irgendwie ein Talent geben? Fertigkeiten. Da geht nicht so viel. Oh no. Täuschen Wahrnehmung. Akrobatik. Heimlichkeit. Schlösser knacken haben wir hier nicht. Akrobatik brauchen wir. Zauber setzen können wir nur. Sprühende Farben, Vertrauten finden. Sprung verbessern. Irgendwas mit Klopfen, gab es nicht Klopfen oder so? Über die Tür. Klug, dass wir die Tür besser aufkriegen.
Wer wird ja wohl jetzt Schurke um den Bonus haben, oder? Versuchen wir es mal. Wenn dann mit Astarion. Oder meinem Charakter, der kann das auch schon ziemlich gut. Und was hast du für Waffen bei dir? Ein Dolche. Kann ich irgendwas geben? Alle schon verkauft, die magischen Waffen. Und ins Lager geschickt. Eine Hellebarde vielleicht. Schwert der Gerechtigkeit. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass wir für die eine Waffe brauchen. Eins bis zehn Schaden. Ich meine, die hier sind besser als seine zwei kleinen Dolche. Das müssen wir hier mal ändern. Okay, Rot ist nicht seine Farbe. Nichts hier Unsichtbares sehen. Bibi Blau und Gold hat er schon wahrscheinlich. Orange-Rot könnte klappen. Nicht schlecht. Versuchen wir es mal. Another step forward. Ich will den Weg hier raus irgendwie drumherum schaffen. Irgendwie werden wir es doch wohl schaffen. Eine Tür. Diese Wind, wo nur die eine Tür hier im Weg steht. Du wirst aber einen Weg drumherum gehen. Wenn wir 80 Versuche für brauchen. Das Spiel bereitet die Sequenz vor. Ich hoffe, das legt sich irgendwie wieder, wenn wir hier raus sind und aus dem Bossfight-Gebiet raus sind, dass das dann aufhört so zu packen. Dann wäre es schön, wenn wir das irgendwie skippen könnten. Das hat man nicht schon. Moonlit Glory. That beacon of angelic wrath has taken the fight together. But storming the top. Oh, ist das verbuggt, das Spiel. The spearhead moment. You brought us this far. If you're hunting one target among my Harpers and I will be the noose. Floric left some. Say the word, and we're off. I'm touched, but I'm already spoken for. Wow, selbst die Musik ist verdammt. So, versuchen wir es mal hier wieder hier lang.
faszinierend. You know about these parasites. Will we survive? Only if my people extract them. The only other cure is the Wow. Okay. Das Soundtrack. Es tut mir schon leid, Leute. Ich weiß. Wenn ich es ändern könnte. Ach, du bist nicht verarschen, Spiel, oder? Ich kann schon gar nicht hüpfen. Ich merke, dass das Spiel, das will es mir nicht erlauben. Das merkt, dass ich da durch will. Oh, das ist einfach nur ein Bug. Das Spiel macht wahrscheinlich auch nichts. Jetzt geht's hier. Merkt euch das mal, das ist weit genug. Das funktioniert. Dann kommen wir lang. Sag mal, das ist doch nicht. Da muss es eine. Und die anderen haben es ja auch geschafft. Manchmal weigert sich das Spiel zu offensichtlichen. Mein Charakter will da einfach nicht rüber. Dann lassen wir ihn halt zurück. Rastarion jetzt auch nicht, oder was? Verarschen wollte er mich. Spiel. Ja. Sein braves Spiel. Ich versuche gerade mal was. Wenn das nicht klappen wird, um die anderen nicht nachzuholen. Okay, +5, +5, das könnte klappen. +3. Na, so natürlich nicht. Na komm. Eine 9. Schaffen wir sogar unter einer 20, also wenn wir hier. Ja, fast. Eine 17 müssen wir würfeln, wenn ich das richtig sehe. Eine 2. Eine 18, sehr schön. Und die Tür ist offen. 31. Okay, jetzt müssen wir die anderen nur noch hier hochholen. Oh, enough waiting. I crave blood. Man, dieser Sprung geht, das ist ein. Das sind. 5 Meter irgendwie. Moment, das geht. WC kommt da auch rüber. Also im schlimmsten verlassen wir meinen nichts mit dem Charakter. Einfach zurück.
nicht zur Wand, guck zu, wie die das machen. Gucke hier, oh, Drops. Das ist lächerlich. Irgendwie erkennt das Spiel nicht, wo wir sind, oder sehe ich das? Oder wie sehe ich das? Hier runterhüpfen kann ich. Absolut da nichts nutzt. Das ist, wenn man einen Bahncharakter dabei hat. Bei ihm ging es kurz, da gibt es mal einen kleinen Moment. Ah, sehr schön. Und auch nach. If not over, then through. So, mir nach. Du musst mal doch das erste stoppen. Mal Spiel speichern, würde ich sagen. Falls was schief läuft. So, jetzt sind wir hier drin. Das ist kein schon Schritte mache ich immer. I do so very like spicy food. Okay. Jetzt mal gleich zwei Türen, die beide verschlossen sind wahrscheinlich. Na gut, das werden wir wohl noch irgendwie schaffen. Uns jetzt hier reingeschummelt. Da schummeln wir uns auch noch weiter durch. I'll give it a shot. Don't give me trouble now. Könnte ich auch angreifen und aus den Angeln schlagen. Keine 15 kriegen wir auch hin. Ja, easy. Okay, die Tür ist offen. Noch vielleicht hier durch. Okay, da haben wir klein, wenn ich das richtig sehe, haben wir da ein kleines Kämpfchen vor uns. Aber besser als der große Fight dort unten. Was haben wir hier noch? Telekaffee Form, okay. Wenn es dort schon ist.
Hier müsste irgendwo eine Tür. Ah, hier sind ein paar Gegner. Ich hätte ausschalten können hinter der Tür. Bevor die uns ausschalten. Noch 15. Ich sagte eine 15. Nicht eine 13. Sag ich doch, geh doch. Jetzt haben wir ein kleines Kämpfchen. Aber die werden wir doch wohl besiegen können, oder nicht? Solange sie nicht Alarm schlagen. Und alle anderen kommen von unten. Oh, er ist dran. Es darf kein Untoter sein. Das kommt easy, these days. Ich hoffe, die hören uns da unten nicht. Es ist direkt, wir sind direkt über dem Kampfraum. No rest, you're wicked or wise. Okay. Wir können nichts einsetzen. Aber ja. Die greifen schon gut an. Was haben wir hier? Skelett-Hülle. Nach hier mal reingesprinten. Wir schaffen den Bosskampf jetzt nicht. Selbst. Das ist vielleicht nicht so gut, dass wir kurz vor dem Bosskampf noch kämpfen. Man hätte mal unten eh gemacht, also. So. Sie ist dran, sie kann nicht angreifen. What the fuck? Ich kann die Angriffe nicht sehen. Die Skeletthaufen ist nur ein Ablenkungsmanöver. Oh, ein Fehlschlag. Wie schön. Geht sie da um? Das Skeletthaufen mit ihr. Sehr schön. Blumen der absoluten. So, wo geht's weiter?
Der Kampf war ja eher. Der war schaffbar. Im Gegensatz zu dem dort unten. Gegen Zero. Habe ich ungern gekämpft. Okay, wir schleichen uns jetzt durch. Ich glaube, da draußen geht es die zweite hinter dem großen Tor. Was fällt? Wir sind irgendwie nicht fit dafür. Einen Rast können wir nicht machen. Wir sind draußen vor dem Tor gespeichert. Ich speichere hier nochmal. Ich meine, man wäre ja irgendwie nach dem Zero-Kampf hier auch hochgekommen, dann wären wir komplett am Arsch gewesen. Bin gespannt, wie wir das jetzt machen sollen. Ich meine, jetzt sind wir noch relativ fit, aber wir hätten ja alles verbraucht, wenn wir hier einen regulären Kampf gegangen wären. Mund auf dem Dach. Ich habe durch den nächsten Kampf. Oh. You. What have you done? What have you done to me? Die sterblich gemacht. Seid ihr sterblich, General. Ich bin hier, um euch zu vernichten. Daran seid ihr selbst schuld. Ihr habt das Nachtlied 100 Jahre ausgebeutet. Jetzt ist Schluss. Gebt euch, dann lasse ich euch vielleicht leben. Impossible. You are a thrall, a slave. You serve the absolute. You serve me. Bow, you dog. Bow! Almost no. Das war wohl nix. The prism. You've had it all this time. You worm. You will bow before me. And if you will not bow, you will break. Wie wär's, wenn du dich verbrichst? Good it is to see you again, Ketherick. Jetzt haben wir sie auf unserer Seite. At last you found a godmaster that suits you, it seems. Halen, the thief. You stole Isabel from me, and now you think you'll take my life in the bargain? You dare to speak her name? After your crimes, innumerable, you would evoke her before me! Enough! This ends here and now. At last. Sehe ich auch so. He will crumble at the power of your touch. Give him all you have. Jetzt ersticht ihn. Hier muss man nicht gegen ihn kämpfen. Oh fuck. Gut, dann kämpfen wir. Not pinned down just yet. Und warum können wir mit ihr immer noch nicht kämpfen? Das ist ein bisschen dumm. Wir können diesen normalen Angriff versuchen. Fernangriff. Können wir nicht mehr. Sundierer. Okay, wir positionieren uns erstmal alle.
stay idle. Okay, der ist schaffbar. Die Schergen sind immer eher das Problem. Vor allem, wenn wir hier ohne, wir hätten keine Heilmöglichkeit. Stell dir vor, wir werden hier, das ist ja der Kampf nach dem. Wir müssen erstmal Dingens hier besiegen. Dann kämen wir komplett fertig. Auf ein HP hier hoch. Das wäre ja absolut nicht machbar. Dieses Mal, dass das klappt. Nicht möglich, dann machen wir erstmal einen Fernangriff. Fehlschlag. Okay, die hier an der Seite sollten wir auch mal ausschalten. Hätten wir. Ich kümmere mich mal hier rum. Mit 12 HP kriegen wir doch. Okay, einer weniger. Und Kefrik ist es dran. Mal schauen, was der so kann. One-Hit Kills. Der lädt sich erstmal auf. Man kann neue Gegner schaffen. Oh, er kommt runter aufs Spielfeld. Etwas nachlässig von ihm. Wenn er spielt ein bisschen weniger backen würde. Okay, versuchen wir es. Guck mal hier ein bisschen aufräumen. Der Seite. Angriffe sollten wir uns auf für Traffic aufheben. Was soll denn das gewesen sein? Nicht gut. Heilung hätte ich gebraucht. Okay, die ist fast dann. In der Bossfight wird hier nochmal, den werden wir wahrscheinlich beim ersten Versuch auch noch nicht schaffen. Gut verteidigt. Geh mal ein bisschen zurück. Wäre vielleicht nicht schlecht. Ich bin gleich am Arsch. Ach, die Lakaien können warten. Wir müssen ihn besiegen. Dürfen wir nochmal angreifen? Oha. My Lord beckons me. Zweite Phase. You must return to your prison.
and my daughter must be reclaimed. Your daughter? Isabel. Wenn das Spiel ein bisschen weniger buggen würde. Das ist ein Problem. Na komm. Das ist schlecht. You will fall as sure as she. This has only begun. Nicht, wenn ich da was mit zu reden habe. Okay. Aber wo ist er? That tentacle was colossal. How can such a thing be possible? Okay, schalten wir erstmal seinen Lakaien aus. In position. Tentakel gedruckt. Schleim. Und die können da auch jetzt nicht lang. Ich bräuchte mal Heilung. Dann geht's noch halbwegs. Okay. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Na komm. Da können wir nicht hin. Ich schon mal in die Richtung. Never a dull moment. Nenn dich selbst. Okay, was ist mit Kefik los? Ich kämpfe jetzt erstmal gegen die Lakaien, aber. Mit Geffrey. Okay, einer weniger. Spannende Musik auf jeden Fall. Ach, der Nachschub. Okay, was macht sie? Und kann ich sie nicht stören? Draußen wartet jemand auf dich. Eigentlich hier. Vielleicht können wir ihn in Empfang nehmen. Ich weiß allerdings nicht, wo der ist. Make it hurt. Okay, da war es noch einer. On my way. So much for peace. Ich weiß jetzt nicht, wo der ist. So weit entfernt.
wenn man Gegner nicht sieht. Noch anders komisch. Ich glaube, ich renne mal hier in die Richtung. Komm mal ran hier auf den Meter. Ach, da drüben ist er. Deswegen könnten wir ihre Sachen. Oh Gott, die war kurz nackt. Die steuert sich selbst. Okay. Na komm, was da rein. Können wir den hier irgendwie erreichen? Ne, der ist zu weit weg. Sehr schön. Und was ist aus Käfig geworden? Kill Kethric Thorm without following him into the bowels of this place. Okay, wohin müssen wir? Mal kurz eine lange Rast machen, falls wir dafür noch Energie haben. Ich bezweifle es ernsthaft. Wir haben keine Nahrung mehr. Die Unterhaltung. Wozu Menker sind wir? Und wo ist der Lagerplatz? Magische Spiegel. Was geschieht? Was sind wir jetzt hier draußen oder was? Wo sind wir hin? Fürchte, das war der Ausgang. Oh, okay. Können wir unseren Charakter verändern?
Den sehe ich jetzt zum ersten Mal. Ich habe nicht vor, das Aussehen zu verändern. Könnte man Astarion ein bisschen verändern. Ich glaube, wir hätten am Anfang auch andere statt Astarion und so, wir hätten uns schon ein Team nehmen können. Ich nehme Astarion mit dem Bossfight, das hat bisher geklappt. Mach lange Rast. Wenn es geht. Okay, ein Lagervorrat haben wir noch. Sehr schön. Das können wir jetzt gebrauchen. Ich hoffe, wir verpennen nicht den Kampf gegen Kefrik. Könnten Gel vielleicht gebrochen im Kampf, aber ja, ich nehme Gel wieder mit. Stirbt so schnell, aber der hat echt starke Attacken. Danke für den kurzen Einsatz. Oh, darling, I'm hurt. I thought we had something special. Ich brauchte dich zum Schloss knacken. I guess I'll spend my evenings lounging here. Well, you do all the hard work. It sounds awful. What were you before you were this? So. Wo steckst du? Ist immer schwer, die zu finden. Okay. Genau am anderen Ende des Raums. Da weiß ich, vor dem Vampir zu verstecken. I do enjoy our conversations. What do you need? Dich brauche ich. With pleasure. Lead on. I am not a skeleton. Und Lager verlassen. Auf geht's in den finalen Kampf. Mit Kefrik Thorn. Den kriegen wir auch noch hin. Dieser Part wird vielleicht ein bisschen länger. Vielleicht auch nicht. Ich kann auch jetzt den Bosskampf nicht in der Mitte rausnehmen. Here goes nothing. Da müssen wir wohl rein. Oder nicht? Automatisches Speichern. Das ist gut. Und es lädt die Zwischensequenz. Dann wartet mal 2 Minuten. Blickst in das Loch, das entstand, als der Tentakelkäfigturm in Dunkelheit zog. Willst du ihm hinterher springen? Ich hoffe, das ist nicht dann unser Ende. Back at you, impossibly wide, a single tentacle burrowed through stone. Wahnsinnig spannend gerade.
So der Moment, wo sich der DM was überlegen muss. Er steht von der Gruppe. Sekunde, ich muss mal kurz. Da war jetzt Seitenblätter. This is an Illithid colony. This must be where they harvest the tadpoles. We're close to the source of the infections. Oh, jetzt wird's schleimig, blutig. Können wir einfach den Kampf laden? All of this, sitting beneath Moonrise. For how long? And how deep does it go? Das erinnert mich gerade so ein bisschen an den Endbosskampf von Witcher 3. Wo wir den... Achtung, Spoiler. Wo wir den Vampir besiegen, am Ende vom des DLC. Ich glaube, da müssen wir lang. Die ist die hier Blatt und Wein. Tread carefully. We are very close to the source of the absolute now. Oh, München. That telepathic storm has become a tempest. Ich muss noch ein Hirn mitnehmen. They're not attacking. Seems they think we're allies. Okay, mit den Reden können wir nicht. Okay, ich fürchte, die müssen nach rechts. Nach links meine ich. Eine neue Unterwelt. Okay, was wäre denn hier? Wie würde es noch weitergehen? Vielleicht müssen wir jetzt hier lang. Vielleicht hätten wir da noch Waffen mitnehmen können oder so, aber. Wie geht's weiter? Larvenzentrum. Mind flayers and civilians, side by side. This must be where they infect and transform those they kidnap. Brainpools, but empty of tadpoles. Unusual. Harvesting all the larvae indicates they are getting ready for something big. Okay, wo können wir jetzt hier lang? King der ganzen Reddit Series Besitz von den Türmen des Motorkerns. Okay, und wo ist ihr Besitz? Hier irgendwo. Hier können wir was berühren. The device releases a stream of fragmented memories and emotions. All that remains of the pod inhabitant's former self. Your lungs burn with the dry heat of the fires raging about you. The pain is not enough to diminish your swing. One goblin after another falls to your blade. Aha. A man's voice cries out through the thick smoke. Was haben wir hier? Your tadpole forms a telepathic connection with the device, and a chorus of static energy fills your mind.
Every mind flayer in the room calls out hungrily from its pod, seeking release and sustenance. But there are others in the pods, those not yet infected, not yet elithid, terrified, desperate to escape. Neue Kämpfer. Oh. The device is open to your tadpole's command, to your authority. Gaethan, cold as the sea of night, alien as time to the astral plane. Avert your eyes, close your mind. Freilassen, läutern, Kapseln ruhen lassen. Also wenn wir sie freilassen, lassen wir auch die Gedanken schon da frei, wenn ich das richtig sehe. Wenn wir sie läutern, töten wir auch die... Oh weia. Wir müssen noch Zevlor finden. Gedankenverschlinger. Na komm, das kriegen wir doch hin. Es ist heute doch nicht der Bosskampf, den ich habe wirklich vor, um zu Ende. Erstmal das hier. Ist aber auch sehr wichtig. Erst die Gedanken verschwinden, dann die Gehirne. Na komm. Mehr von den Hirn, noch mehr von den Hirn, intellektuell, Intellekt verschlingen. Endlich können wir mal ein paar Gedanken schon da besiegen. Ein Fehlschlag. Na toll. Verletzen wir vielleicht auch die anderen. Das ist vielleicht nicht so gut. Ihn hier vielleicht. Fehlschlag, na toll. Und so viele sind das doch nicht, das werden wir doch hinkriegen. Okay, zwei Mindflayer sind schon fast gone. Das durfte ich jetzt nicht einsetzen. So. Mach ihn fertig. Sehr schön. Und das war ein sehr erfolgreicher Zug. Bis jetzt. Haben wir uns ein Hirn mitgenommen? Na komm, das schaffen wir doch. Zwei Mindflayer sehe ich hier noch.
Ach, für den Guten sind jetzt auch schon. Oh Gott. Haben die Maul erledigt, die Schweine. Ein Fehlschlag, natürlich. Ja, so sonderlich viel Schaden haben wir ja noch nicht genommen. Mir fällt gerade auf, wir können keine lange Rast mehr machen. Das ist ein bisschen blöd. Nach diesem Kampf dann noch einen Endkampf. Gut, dass wir jetzt unsere guten Attacken verbrauchen. Ich hatte damit gerechnet, dass wir jetzt direkt in den Bosskampf gehen. Aber gut, dann wird es halt ein bisschen spannender. Na, ja, haben wir geschafft. I didn't think I was going to make it. Thank you. Owe you an explanation. Much more than that. But first, please, the others, the ambush. Tell me they survived. Ja, was das angeht. Ihr habt sie im Stich gelassen. Glaubt ihr, ihr hättet das Recht, das zu fragen? Manche andere sind in einer Zelle im Mondaufgang gelandet, oder auf Dienst. Sie haben Zuflucht gefunden, aber was bei den Höllen war da dort los, Zeppler? Somehow I suspect it's worse even than you imagine. Likely you heard that I broke, or froze, or some other lie kinder than the truth. We were ambushed by cultists, yes. And then I heard her, their false god, whispering promises in my mind. I would be a paladin again, with a god's purpose, a god's power. Everything I needed to protect my people. And all the while, the cult tortured them. They fought and ran and died around me while I imagined myself their savior. By the time I regained my senses, it was too late. I did not just surrender to the Absolute. For a moment, I welcomed it. Ihr hättet keinen Gott gebraucht, ihr hättet nur euren Idealen gerecht werden müssen. Einen Moment lang, bis euch klar wurde, dass eure Belohnung eine Larve wäre. Sie wollten euch offenbar versklaven, das ist nicht eure Schuld. Eure Leute brauchen keinen Paladin, sie haben sich selbst gerettet. I fell short of that mark in Avernus. And even so, it was not so bad as this. I won't make excuses. I can't make amends, but I know something of what you came to do. I want to help, if you'll let me. Ketherick is below. He thinks you're no longer a menace. Descend and show him how wrong he is. If there are any more survivors to be found, I'll find them and lead them out of this place. Ah ja, der Kampf wird spannend. Ich könnte eure Klinge im kommenden Kampf gebrauchen. Sucht eure Leute, sie brauchen euch. Mir egal, was ihr macht, geht mir aus den Augen. Nur gut viel Glück, Zebo und Zebo. They have you. Nee, wir können nicht in den Kampf schicken. Go, my friend. Please, let me do this much. Wir brauchen irgendwie Heilung und eine lange Rast. These boots have seen everything. Gut. Steht immer noch was von King der Ganze? Kann man die nicht öffnen, die Kisten? Ist wahrscheinlich nichts drin. Gut, ich würde mal sagen, wird es Zeit, diesen Part zu beenden. Ein Zephlon befreit und ein Teil des Bosskampfs gegen Kefik gemacht. Ja, dann schauen wir mal im nächsten Part hier weiter und hier.
Irgendwo finden wir dann Kethrick noch. Oder hier weiter. Mal schauen, irgendwo wird schon einen Weg dadurch geben. Durch dieses geschleimige Gebilde. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Und wird noch spannend. Schaut schon.